Das ist Escobar. Er wird zum Drogenspürhund bei der Polizei ausgebildet. Kein Wunder bei dem Namen. 9 Wochen dauert die Ausbildung, die Esco mit seinem Diensthundeführer Andreas Karsdorf absolviert. Trainiert wird heute in der Feuerwache Wendlingen, um die Polizeihunde aus ganz Baden-Württemberg an unterschiedliche Orte zu gewöhnen. Die Polizeihunde lernen während der Ausbildung, Drogen zu finden, die verschiedenen Stoffe zu unterscheiden und den erfolgreichen Fund dem Hundeführer anzuzeigen. In dieser Zeit arbeiten Esco und Andreas intensiv zusammen. Aber das ist trotzdem noch so ein Prozess, so ein Entwicklungsprozess, dass man da zusammenwächst und dass der Hund und der Hundeführer sich dann wohlfühlen und dass man da so ein Team wird, weil das funktioniert nur im Team gut. Also man kann ein guter Hundeführer sein, aber vielleicht einen schlechten Hund haben und genauso auch andersrum. Also es funktioniert immer im Team. Ich hätte das früher nicht für möglich gehalten, aber ich glaube, kurz nach der Familie kommt dann schon der Esco bei mir. Die Ausbilder packen beschlagnahmte Drogen aus. Amphetamine, Heroin, Kokain, Cannabis. Heute wird direkt mit dem am schwersten zu riechenden Drogen, den Amphetaminen, angefangen. Auch wenn der Geruchssinn der Hunde etwa 40 Mal feiner ist als der des Menschen, fällt es den Hunden nicht leicht, die Amphetamine zu erschnüffeln. Für die Suche der Rauschmittel wird besonders der Spieltrieb der Hunde genutzt. Als Drogensuchhund ist es ganz wichtig, dass er einen hohen Spieltrieb hat, weil die ganze Ausbildung auf diesen Spieltrieb aufgebaut wird. Der wird über ein Spielzeug, wird er später an das Suchen von Drogen oder Rauschgiftmittel herangeführt. Der Spürhund sucht also sein vertrautes Spielzeug, einen alten Feuerwehrschlauch. Später kommen verschiedene Drogen dazu. Der Geruch der Stoffe wird mit dem Schlauch verbunden, sodass die Hunde die Drogen dann auch ohne das Spielzeug suchen und finden. Genau das wird in der Ausbildung mit der Riechstraße trainiert. Unterhalb der Strecke, die aussieht wie umgedrehte Blumenkästen mit Löchern, werden die Drogen in offenen Gläsern platziert. Wenn einer der Hunde die Droge gefunden hat, bestätigt der Lehrgangsleiter dies mit einem Klicken. Um die Hunde nicht der gesundheitlichen Gefahr durch die Drogen auszusetzen, wird direkt zu Beginn der Ausbildung das Anzeigeverhalten trainiert. Findet der Hund eine Droge, bleibt er ruhig davor stehen und zeigt dadurch seinem Diensthundeführer den Fund an. Nächste Schwierigkeit für Escobar: Drogen erschnüffeln, die in kleinen Papiertütchen stecken. Diese werden von dem Ausbildungsleiter an schwierigen Stellen versteckt. Ein Tütchen kommt in eine Steckdosenabdeckung, ein weiteres unter die Trittmulde unterhalb der Türe des Feuerwehrautos. Ob Esco auch diese versteckten Drogen finden wird? Es gibt auch immer wieder Dämpfer. Man sieht es auch im Vergleich, also es ist immer ganz wichtig, dass man bei den anderen Kollegen auch zuschaut, wenn die die Ausbildung machen. Bei den anderen Kollegen stellt man meistens Dinge fest, die man bei sich selber dann nicht feststellt. Also von dem ist das ganz wichtig. Vorhin bei der Suche, es waren 2 Stoffe versteckt, da musste ich ihn wirklich schon auch unterstützen und heranführen. Ja. Und, also es geht nicht immer nur nach oben. Dass die beiden trotz Hindernissen ein gutes Team sind, können sie bei der weiteren Drogensuche beweisen. Jawohl, super, gut, fein. Jawohl, gut gemacht, toll, super, ja. Auch wenn für Esco und Andreas heute ein erfolgreicher Tag war, ist das Team noch lange nicht im Ziel. In einigen Wochen wird sich herausstellen, ob es Esco zum Drogenspürhund schafft. Bis dahin trainieren die beiden fleißig weiter.